Fallout im Weltraum, No Man's Skyrim. Nach dem ersten Showcase von Bethesdas neuem Rollenspiel Starfield waren die Vergleiche zahlreich. Das Internet hatte gefühlt nach 3 Sekunden in der Gameplay-Präsentation ein festes Bild, was Starfield ist, und die passende Schublade war gefunden. Wir haben das in unserer Vorschau ja sogar selbst als Titel gewählt, und als ich die ersten Szenen des Gameplays gesehen habe, kam mir natürlich auch sofort No Man's Sky in den Sinn. Aber seit der ersten Präsentation sind ja jetzt auch schon ein paar Wochen vergangen und ich hatte ein bisschen Zeit, da mal drüber nachzudenken. Ich habe mir das Gameplay noch ein paar Mal angeschaut, mit Kollegen und im Netz drüber diskutiert und mein Gott, ich spiele ja sogar gerade wieder Fallout 4, weil ich Bock auf ein Bethesda-Rollenspiel hatte. Und da ist mir dann eine Sache aufgefallen. Was ist denn an einem No Man's Skyrim so schlimm? Skyrim und Fallout waren jetzt auch nicht so die Innovationsgranaten. Der Punkt ist aber, Bethesda hat es meistens geschafft, dass ihre Spiele mehr sind als nur die Summe ihrer Teile. Diese Vergleiche gab es nämlich auch schon früher. Fallout 3 war vor Release als nur Oblivion mit Knarren verschrien. Skyrim war nur wie Oblivion, nur hübscher. Dass da Starfield auch schnell in der Schublade landet, ist verständlich. Ein kahler Planet, eine Station und sonst nichts weit und breit, Ressourcen abbauen, ein riesiger Haufen Planeten und Sonnensysteme zum Erkunden? Das ist auf den ersten Blick natürlich voll No Man's Sky. Da hat sich Bethesda also ordentlich dran bedient. Und ja, das ist auch erstmal beunruhigend. Muss ich dann jetzt ständig Planeten nach Rohstoffen scannen und dann Rohstoffe abbauen? Darf ich sonst überhaupt wegfliegen? Bei No Man's Sky musst du ja auch immer wieder mit Ressourcen erst nachtanken. Und dann die 1000 Planeten, die uns der Toddy dann mit seiner Lederjacke am Ende noch reingedrückt hat. Wie wollen sie die denn mit Inhalt füllen, der nicht nur aus repetitiven Plastikquests besteht? Aber glücklicherweise war Rohstoffe abbauen und Planeten scannen ja nicht das Einzige, was gezeigt wurde. Denn Starfield will ja allen voran immer erstmal noch ein waschechtes Rollenspiel werden. Und da habe ich nach dem Gezeigten durchaus Bock drauf. Das fängt ja schon bei der Charaktererstellung an. Ja, man kann jetzt noch detaillierter jede kleine Pore im Gesicht einstellen und sogar wie die Spielfigur läuft. Kleiner Funfact übrigens hier, diese Balken in der Charakteranalyse sind der sogenannten Gel-Elektrophorese nachempfunden. Das ist eine wissenschaftliche Methode, um DNA bzw. Moleküle zu sequenzieren und darzustellen. Und ist natürlich ein nettes Detail für die Charaktererstellung, wo man ja quasi Merkmale seiner DNA bestimmt. Aber bei allen äußeren Merkmalen sind es eben noch die inneren Werte, die mich hier aufhorchen lassen. Ey, ich kann introvertiert sein, wenn ich keine Menschen mag. Ich kann Familie haben, die ich besuchen kann. Grüße gehen raus an meine echte Familie. Das klingt jetzt komisch, ist aber nicht so gemeint. Ich mag solche kleinen Dinge und ich finde es auch toll, wenn die dann im Spiel Erwähnung finden. Im Gameplay sieht man das, wenn man einen Hintergrund als Diplomat hat, reagieren NPCs darauf. Und ich als Spieler kann mich mehr in meine Rolle finden. Hoffentlich sind es halt auch mehr als nur 3 NPCs, die das erwähnen. Aber allgemein, Glaubwürdigkeit und Lebendigkeit ist ja eh eine der großen Stärken der Bethesda-Spiele. Ich mag's total, mich in Skyrim einfach mal in die Taverne zu setzen, was zu trinken und dem Barden beim Liederschmettern zuzuhören. By the way, redet man meiner Meinung nach übrigens immer viel zu wenig über die Soundtracks in Bethesda-Spielen. Die sind nämlich eigentlich immer fantastisch. Egal ob Morrowind, Oblivion, Skyrim, Fallout und Starfield hört sich bei den bisher veröffentlichten Stücken auch schon richtig gut an. Aber ich schweife ab. Denn was ich beim virtuellen Bier trinken oder vor allem durch die Welt wandern auch mache, ist Leute beobachten. Es klingt creepy, ist aber spannend, was die NPCs da eigentlich treiben. Die Systeme, die dafür im Hintergrund arbeiten, sind über die Jahre gewachsen. Als Beispiel wird dann immer die Radiant AI genannt. Das ist ein schönes Marketingwort, bei dem dann auch immer maßlos übertrieben wird, zu was die eigentlich fähig wäre. Das System steckt seit Oblivion in den Bethesda-Spielen und im Grunde geht es darum, die NPCs eigenständig handeln zu lassen. Anstatt den Charakteren also einen genauen Tagesablauf zu verpassen und ihnen exakt zu sagen, wo sie wann hinzugehen haben und was sie da machen müssen, gibt man den NPCs nur ein Ziel. Wie sie das erreichen, bleibt ihnen und ihrer KI überlassen. Da gibt's dann so Geschichten von Oblivion-Entwicklern, die eine Quest mit einem Drogenhändler entwickelt haben. Nur war der komischerweise immer tot, wenn man zu ihm kam. Und warum? Weil die drogensüchtigen NPCs in seiner Nähe halt irgendwann keinen Stoff und keine Kohle mehr hatten und der einzige Ausweg für sie, an den nächsten Schuss zu kommen, war, den Drogenhändler kurzerhand umbringen. Das ist eine super Geschichte und lässt die Fantasie spielen, was mit so einem System alles möglich wäre, aber es führt dann auch eigentlich immer zu Enttäuschung, weil das landet natürlich niemals so im Spiel.
Man muss es halt runterstrippen, damit es dem Spieler nicht zu stark in die Parade fährt. Trotzdem ist es drin und es arbeitet bei jedem Spieler irgendwie anders. Und auffallen tut es uns dann meistens, wenn das System irgendwas Unvorhergesehenes macht. Wenn sich in Skyrim die Stadtwachen trotz Pfeilverletzungen im Knie zum Drachentöter aufschwingen. Oder wenn die Brotherhood of Steel in Fallout 4 auf Patrouille ist und dann auf eine Horde Raider trifft. Da geht die Post ab. Meine Hauptfigur stolpert da nur aus Versehen rein und hat eigentlich überhaupt nichts mit der Situation zu tun. Aber ich als Spieler, ich habe bestenfalls eine kuriose Geschichte, die mir im Gedächtnis bleibt. Und genau dieses Gefühl einer lebendigen Welt finde ich nur in wenigen Spielen. Bethesda ist da ein starker Vertreter von. Und wenn diese Hintergrundsysteme auch vernünftig weiterentwickelt werden, dann kann ich auch mit anderen Abstrichen leben, beispielsweise, dass die grafische Qualität jetzt nicht an einen Horizon Forbidden West ranreicht. Da spielt dann auch der Basen- oder der Schiffsbau mit rein, für die man ja NPCs anheuern kann. Das ging schon in Fallout 4 mit den Siedlungen, das war nett, aber so richtig lebendig wurde es nicht. Da standen mir viele NPCs noch zu teilnahmslos rum, wenn man ihnen nicht genau gesagt hat, was sie tun sollen. Ich hoffe, das wird in Starfield verbessert, wenn es doch so ein prominentes Feature ist. Sonst bricht das die Atmosphäre. Apropos Atmosphäre, der Gedanke daran lässt mich auch etwas entspannter an die 1000 Planeten rangehen. Ja, ein riesiger Haufen davon wird nicht mit tollen Stories gefüllt oder überhaupt belebt sein. Aber naja, Bethesda will ein authentisches Bild unserer Raumfahrt abbilden, das nicht tausende Jahre weit weg ist, sondern nur ein paar hundert. Und wenn man sich das Weltall jetzt anguckt, naja, dann ist das jetzt auch nicht sonderlich mit Leben gefüllt. Ein Großteil der Himmelskörper ist nun mal unbewohnbar oder zumindest sehr karg und lebensfeindlich. Und wenn es auf den bewohnbaren Planeten nur wenige Städte oder Außenposten gibt, dann ist auch das, aus diesem Blickwinkel zumindest, nachvollziehbar. Die Menschheit hat zehntausende Jahre gebraucht, um sich auf einem Planeten auszubreiten. Und selbst heute gibt es noch weitgehend unberührte Orte auf der Erde. Atmosphäre hin oder her, könnte man jetzt sagen, es ist ja immer noch ein Spiel, was Spaß machen soll und keine Simulation der Raumfahrt. Und das ist auch vollkommen korrekt. Und Bethesda muss da auch liefern. Das ist meiner Meinung nach die schwierigste Aufgabe, die sie vor sich haben. Und damit meine ich aber nicht, dass jeder Planet ein spielerischer Vergnügungspark sein muss. Nein, im Gegenteil. Ich persönlich erwarte nicht auf jedem Planeten die absolute Top-Story. Bethesda muss aber quasi eine kritische Masse an motivierendem Content liefern. Nämlich genau so viel, dass man nach 3 bis 4 leeren Planeten dann doch wieder auf irgendwas Cooles stößt. Ob das jetzt eine schöne Quest ist, eine coole Location oder geiler Loot, ist ja erstmal egal. Hauptsache, es entfacht die Neugier wieder genug, damit die Spieler dranbleiben. Das ist ein schmaler Grat, auf dem sie da gehen müssen. Aber in diesem Licht sind 1000 Planeten immer noch etwas beherrschbarer als unendlich viele in No Man's Sky. Leicht wird die Aufgabe damit aber natürlich auf keinen Fall. Und von den Möglichkeiten, die die Mod-Community damit hat, will ich gar nicht erst anfangen. Es ist ja bereits bestätigt, dass Bethesda auch für Starfield wieder vollen Mod-Support anbieten will. Übrigens ein weiterer Grund, warum sie an ihrer eigenen Engine festhalten, die ist halt stark modifizierbar. Und Bethesda weiß ganz genau, dass Skyrim nie so lange gelebt hätte, wenn es nicht so viele Mods dafür geben würde, die das Spiel selbst heute noch verbessern, erweitern oder sogar komplett umbauen. Und mit dem Universum, das Starfield aufmacht, stehen einfach mal 1000 Planeten zur Verfügung, auf denen man sich austoben kann. Es gibt ja jetzt schon ein Subreddit für Starfield-Modder und auch Nexus-Mods bereitet sich schon vor. Wenn das Grundspiel also zumindest gut wird, kann man hier wieder auf Jahre mit tollem Fan-Content rechnen. So, und was ziehen wir da jetzt raus? Soll ich jetzt hier gleich schon mal die Vorbestellung klar machen? Natürlich nicht! Denn auch wenn sie bisher größtenteils gute Spiele abgeliefert haben, mit Fallout 76 haben wir auch gesehen, was für ein Chaotenhaufen Bethesda ist. Ich meine, ihre Spiele waren jetzt nie die hochpolierten Produkte zu Release, aber sie waren spielbar. Schlimmer noch, aktuelle Berichte zeigen, was für ein schwarzes Loch Fallout 76 in der Entwicklung war, das Mitarbeiter regelrecht verschlungen und völlig kaputt wieder ausgespuckt hat. Das ist nicht tolerierbar und Bethesda steht hier in der Verantwortung, was zu tun. Starfield zeigt aber leider schon Anzeichen dafür, dass mindestens noch eine Menge zu tun ist, bis das Ding rund läuft. Denn aus freien Stücken verschiebt ein Spieleentwickler sein Spiel nicht. Das machen die nur, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist und man nicht mal mehr einen zähneknirschenden Release garantieren kann.
Und über alledem steht auch noch ein Todd Howard, der sehr genau weiß, wie man Träume verkauft, die dann nicht ganz eingehalten werden. Und dafür schreckt er auch vom blanken Lügen nicht zurück. 16 times the detail und Tell me sweet little lies, Todd, sind nicht umsonst zum Meme geworden. Deswegen muss man bei seinen Aussagen eh immer vorsichtig sein. Ich will Bethesda also hier keineswegs in Schutz nehmen. Die müssen sich das Vertrauen auch bei mir erstmal wieder verdienen und bis da eine PC Games Wertung dran steht, solltet ihr euch den Druck auf den Bestellknopf auch gut überlegen. Aber sie machen eben mit Starfield jetzt auch endlich wieder das, was sie können und worauf sie Bock haben. Ein reines Singleplayer-Rollenspiel. Und das stimmt mich bei dem bisher Gezeigten zumindest doch eher positiv, dass das was werden kann. Denn wenn ich in Starfield vielleicht von einer coolen Quest komme, zufällig der Space-Polizei dabei zugucken kann, wie sie gerade eine Horde Space-Piraten dingfest macht, in der Space-Bar noch einen trinken gehe und dann anschließend in meine selbstgebaute Basis nach Hause fliege, wo vielleicht noch ein NPC irgendwo im Gemeinschaftsraum steht und irgendwas macht und all diese Zahnrädchen gut ineinander greifen, dann wächst auch ein No Man's Skyrim weit über sich hinaus und ist so viel mehr.